klingt, klingt wie ein Dragster. Einen wunderschönen guten Tag aus Ingolstadt und wie ihr sehen könnt, hier stehen die Ferraris eigentlich nicht normalerweise im Glaskasten auf der Straße rum, denn ich bin unterwegs im Namen von Grip Originals und heute schaue ich mir wieder eine Traumgarage an. Aber welche? Das seht ihr. Hallihallo. Hallo, grüß dich. Du musst der Oliver sein. Ich bin der Oliver. Servus, ich bin der Franz. Hi. Oliver Meyer, servus. Freut mich. Vielen Dank, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast, dass wir uns mal umschauen können bei dir. Du hast verschiedene Ferraris hier stehen. Das heißt, ich gehe davon aus, du machst ein bisschen Handel, bist aber auch Sammler, ein bisschen das Herz hängt so ein bisschen dran, oder? Kann das sein? Ja, bei mir ist es halt so, also grundsätzlich ist alles hier zu verkaufen, das sage ich auch immer extra, weil viele sagen halt, Mensch, das schaut aus wie ein Museum, wie eine Sammlung. Aber dann merkt man halt doch, dass bei mir die Liebe überwiegt. Sollen wir uns mal anschauen, was du hier so rumstehen hast bei dir? Gerne. 488 Pista, aber es ist kein normaler Pista. Ja, das ist also ganz was Besonderes, limitiert auf 200 Stück. Das ist ein Pista Piloti. Also den bekommst du nur, wenn du wirklich Rennfahrer bist. Und auf meiner History bin ich lange Jahre Rennen gefahren und auch Ferrari Challenge. Und den habe ich jetzt vor kurzem bekommen und da bin ich ganz stolz drauf. Sowas? Wird sich davon auch trennen oder sagst du, nee, das hängt mir zusammen, Herz, ja, das bleibt das, da stehen? Das wird man schon aufheben. Okay, sehr schön. Du hast einen Testarossa, du hast aber auch einen Superfast hier stehen. Genau. Einmal die alten und einmal die neuen. Das ist ja meine Leidenschaft, sag mal, dass man sagt. Gucken wir uns das mal an, oder? Man hat einfach den alten Testarossa. Ich finde den, ich habe da die Zeit mitgemacht, wo ein Testarossa war damals 400.000 in der Hochphase Mark. Da habe gesagt, die wird nie mehr billiger. Und der Testarossa, wenn man von hinten anschaut und die Form und jeder von der Jugendzeit. So der Ferrari, ne? Das kennt jeder, kennt einen Testarossa. Genau, genau. Und wegen dem habe ich einen und mit dem fahre ich auch. Der hat 48.000 Kilometer. Okay. Und der macht halt richtig Spaß. Ich fahre mehr eigentlich mit den Alten. Also das ist halt mein. Das ist so ein richtiges Autofahren. Ja, ne? Das ist mein Leben. Das Kofferset ist mit dabei. Ne? Die waren höllisch teuer. Damals bei Ferrari konnte man die mitbestellen. Ja, ne? Genau. Oder auch auf Auktion. Also ich weiß noch jetzt, so ein Kofferset kostet um die 12.000. Kaufen sich andere Leute einen Kleinwagen für. Ja. Und dann haben wir eben den neuen, den Wahnsinn Superfast. Also das ist sozusagen, das ist der Großvater von diesem Auto hier, richtig, ne? Kann man so sagen. Das ist ja 800 PS, ne? 799 PS, 800 PS. 800 PS ist schon Wahnsinn. Das ist schon eine Ansage. Ferraris, vier Räder, italienisch. Ich habe aber gesehen, du hast auch was weiteres italienisches, aber mit zwei Rädern. Ganz viele Vespas stehen hier. Vespa hast du junge Mädels, du hast ältere, du hast ein komplettes Spektrum. Und wir haben jetzt richtig, also immer so 15, 20 auf Lager. Dadurch können wir die ja gut verkaufen. Bei dem Preis, ich meine, wir sehen hier 5.500, 6.500 Euro um den Dreh rum, ist auch ein stabiler Preis. Du verlierst halt nichts. Wenn du dir irgendwas anderes kaufst, verlierst du es. Aber wenn du halt das ausgibst und pflegst es, der Preis bleibt. Und die Preise, die letzten Jahre sind die Vespas ja nur nach oben gestiegen. Wie Ferrari. Halleluja. Boah. Jede Menge Motorräder, das ist Wahnsinn. Ja. Aber ich halte auch schon F40. Wo ist der? Da hinten ist er. Da. Das ist noch ein Auto. Was hat er gelaufen? Der hat jetzt 41.800 Kilometer. Und den fährst du ab und zu mal? Ja, der wird bei mir jedes Jahr gefahren, zu treffen, aber auch mal so. Ich hatte so einen F40 als kleiner Junge, als Riesenposter im Kinderzimmer hängen. Und ich habe gesagt, irgendwann würde ich gerne mal so ein Auto sehen, live, in echt. Ich meine, die sieht man ja nirgendwo. Ne? Das ist F40, das ist. F40 ist einfach der König. Das was für richtige Männer. Die Turboaufladung ist auch Wahnsinn. Ne? Im dritten Gang, wenn es leicht feucht draußen ist, gingen die Räder durch. Kein Anti-Blockiersystem, kein ABS. Da muss man richtig Auto fahren können. Da muss man wissen, was man macht. Das ist nichts für irgendwelchen Newbie reinsetzen, Gas geben. Nee, ne?
Aber siehst du, da ist halt nichts drinnen. Das ist einfach nur ganz einfach die Klimaanlage. Das ist die Klimaanlage. Die habe ich aber ausgebaut, weil ein Rennfahrer braucht keine Klimaanlage. Das ist richtig. Und das Auto, wenn man richtig pflegt, und da hast du null Probleme. Weil der hat noch keine elektronischen Extras. Klar. Alles Carbon, überall, soweit es das Auge reicht. 360 km/h, 10.000 Umdrehungen. Da geht richtig was. Und wenn die beiden Turbolader einschalten, es gibt nichts Geileres als das. Sowas gibt es nie mehr. Und wegen dem ist dieses Auto auch so begehrt. Sowas wird es auch nie wieder geben. Genau. Was ist sowas wert heute? Ja, also ein bisschen über 1 Million. Andere kaufen sich ein ordentliches Haus dafür. Genau. Und du stellst den F40 hier hin. F40. Sehr schön. Dicken Gruß schicke ich mal an den Roland Meyer. Da waren wir nämlich letztes Mal. Ein echt cooler Typ. Guckt euch das Video an, das können wir vielleicht irgendwo hier einblenden. Und MTM, Motor und Technik Meyer. Es hat er entwickelt, 800 PS, ganz besonders der Schalter und dann poliert mit Straßenzulassung. Das ist Wahnsinn, ne? Das ist, normalerweise meckern sie da immer rum, aber das geht ja anscheinend. Ja, das ist bei mir das Besondere. Ein neues Auto und dann was ganz Altes. Ja, das ist ein Rolls-Royce, kann man hier vorne schön sehen, ne? Das ist ein Rolls-Royce Phantom 1 von 1928. Also ganz 1928? Ja, ganz was Besonderes. Fast mit dem bin ich noch vor ein paar Jahren die Kitzbühel Rallye gefahren. Das fährt noch? Ja, ja. Das fährst nur du? Nur ich oder mit meinem Sohn zusammen, aber sonst nicht mehr. Weiß einfach, ist ja Wiederbeschaffung unmöglich. Ja, wenn da was kaputt geht, da kriegst du keine Ersatzteile, da muss man schon aufpassen. Aber du hast gesagt, du hast noch irgendwas Altes für uns. Du willst was fahren, oder? Das ja, ein bisschen fahren wäre schon, ich fahre halt schau gerne mal. Auto, ne? Dann fahren wir, komm. Was denn? Schauen wir es an, komm. Lass dich überraschen. Was sagst du da jetzt? Du hast gerade gesagt, fahren das? Nein. Wir fahren mit denen jetzt. Was ist das überhaupt? Das ist mein Bentley Racer. Bentley Racer komplett neu aufgebaut. Und wichtig, der wird gefahren. Ich habe den letztes Jahr im Sommer bekommen und habe eine Tour gemacht. Ich fahre natürlich nur, wenn Sonnenschein ist. Weil das Auto ist perfekt. Das ist der Hammer. Schau mal den Auspuff an. Schau mal den. Boah. Das klingt bestimmt ordentlich. Und wir müssen natürlich Englisch reden, weil wir fahren mit der englischen Nummer. Well, no problem, sir. Verstehst du? Boah, was ist das für ein... Boah, was ist das für ein Teil? Schau mal den Motor. Den kannst du so rausbauen und in eine Vitrine stellen. Ich will jetzt unbedingt heuer so in meiner Rallye raus. Da kommen sie mit die 300 SL und so. Dann komme ich mit dem her, dann mache ich den Motor auf und dann ist einfach Ruhe. Und der Sound, und das ist wirklich Fahrspaß pur. Was ist das für ein Baujahr? 1934. 34. Ja, Preis ist auch interessant. 369.000 Euro. Dann würde ich sagen, Oliver, GoPros dran. Nehmen wir rein, gell? Und beten, dass es nicht regnet. Ich glaube aber nicht. Und dann fahren wir mal, oder? Ja, genau. Das Ding klingt wie ein Dragster. Brutal! Wie viele Gänge hast du? Vier. Vier Gänge. Und ein Rückwärts. Ja gut, okay, und ein Rückwärts. Verbrauch? 50 Liter? Ja, nein, so viel. Aber 20 braucht er. 25. So über 20, ne? Aber ist doch egal. Ja, ist ein Riesenmotor. Ist doch egal. Aber ich meine, ich habe sowas auch noch nie in freier Wildbahn gesehen. Noch nie. Ja, soll ich mal probieren? Du rutschst nur rüber und ich steige aus. Alles klar. So, dann so. Wechseln wir mal, oder? Oi. Aber jetzt kommt erstmal das Schwere hier. Hast du eine Handbremse angezogen? Nein.
Hast du nicht. Gang ganz normal, oben links, erster Gang. So, Moment mal eben. Boah, du mal probieren mit Bremsen, es ist wirklich blöd. Ja, ja, geht. Okay. Erster Gang, so, und dann probieren wir es mal, ne? Ja, geil! Ey, das ist vom Gefühl her, das kann ich gar nicht beschreiben, wie sich das gerade anfühlt. Das ist Wahnsinn. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja schon viele Autos gefahren, noch viele teure Autos, aber dafür habe ich bis jetzt, glaube ich, am meisten Respekt. Ehrlich. Das freut mich aber. Ja. Nee, wirklich, weil ich, also Bugatti Veyron, nicht alles schon gefahren, aber irgendwie hier habe ich echt schwitzige Hände. Weil, ich sag mal, das ist einfach... Sowas wieder zu beschaffen, ist nicht mal eben, ne? Wahnsinn! Cool, oder? Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Oh, so, Gang ist raus. Ey, ich kann es nicht beschreiben. Der Klang von diesem Auto, das ist... Ey, hör dich das mal an. Schwierig zu fahren. Ich hatte noch nie so viel Respekt vor dem Auto. Ich bin wirklich alles gefahren. Ich bin einfach nur im ersten Gang langsam entlang geglitten, habe einfach diese paar Meter genossen. Der Oliver fährt das Auto jetzt rein und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.